Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am 29. August. Ich freue mich total, dass ich heute Manja gewinnen konnte, meine Co-Pilotin zu sein. Und ja, vielleicht magst du kurz was dazu sagen, was uns heute erwartet. Ja, an diesem Sonntag geht es um das Thema Tradition, um das Thema Regeln und ja, auch Gesetzmäßigkeiten. Es geht los mit dem Thema Händewaschen, sehr Corona-aktuell. Wann macht das eigentlich Sinn und wie? Und müssen wir manche Regeln vielleicht manchmal auch hinterfragen? Ja, und all das steht in der Bibel. Das ist hochspannend. Aber zuerst beten wir. Gott, Schöpfer allen Lebens, vor uns liegt ein neuer Tag mit neuen Möglichkeiten. Zeige uns, wie wir als Gemeinschaft unseren Glauben heute authentisch leben können und hilf uns, das Gleichgewicht zwischen Tradition und Reformation in unserer Gemeinschaft zu finden. Amen. Text finden wir im Markus-Evangelium im 7. Kapitel, die Verse 1 bis 8, 14 und 15 und 21 bis 23. In jener Zeit hielten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben, wie es die Überlieferung der Alten vorschreibt. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen:
Der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren, was sie lehren und Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Dann rief er die Leute wieder zu sich und sagte: Hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Ja, das ist ja mal wieder ein Text, wo man erstmal sagt, ist schon ganz schön viel drin und was soll das eigentlich? Weil ich finde, so Händewaschen vor dem Essen ist ja eigentlich nichts, was bei uns heute kontrovers ist. Das machen ja die allermeisten Menschen. Und auch, wenn man vom Markt kommt, also quasi vom Supermarkt, ist es ja was viele Menschen sowieso schon machen und was wir uns jetzt in Corona-Zeiten auch nochmal ganz neu antrainiert haben, dass wir uns ganz oft die Hände waschen, weil das einfach gut ist, um dem Virus die Verbreitung zu erschweren. Und ja, also man könnte erstmal denken, was ist da los, dass der Jesus da so gegenredet? Ist das jetzt ein früher Querdenker, der sich irgendwie der Hygienediktatur widersetzt oder was? Aber natürlich hat das andere Gründe, weil diese Regeln, auf die Pharisäer hier anspielen, dass sie sagen, man soll sich die Hände waschen vor dem Essen, das hatte für die vor allem was mit ihrem Glauben zu tun. Also da diese Überlieferung der Alten, die dort angesprochen ist, das ist quasi eine Art Buchschrift gewesen, die neben der Tora entstanden ist. Die Tora ist ja quasi die Bibel der Juden, wenn man so will, sozusagen. Und das hat sich so entwickelt im Laufe der Zeit, dass die Pharisäer da immer sozusagen versucht haben, die Regeln, die in der Tora stehen, nochmal weiter auszulegen und sich zu überlegen, was das bedeuten könnte für diese oder jene Alltagssituation. Das Halach heißt auch laufen im Hebräischen, also Halacha laufen. Wir versuchen in den Fußspuren Gottes weiter zu laufen und seinen Willen zu tun. Jedenfalls hatte das so gewisse Züge angenommen, dass es auch ein bisschen ausgeartet ist, weil die sich dabei orientiert haben an den Regeln für die Priester im Tempel, auch die Reinheitsregeln sozusagen. Und das ist schon, ja, man könnte sagen, also Markus, der wertet das auf jeden Fall so, dass das relativ ausgeufert ist und auch gar nicht mehr richtig einzuhalten war eigentlich von einem normalen Menschen. Und darauf reagiert jetzt Jesus eigentlich, indem er mit ihnen anfängt zu reden über das Thema der Reinheit und was einem eigentlich diese Beziehung oder Nähe zu Gott erleichtern kann oder inwiefern das, was damit zu tun hat, dass man jetzt irgendwas wäscht oder nicht. Vielleicht mal erstmal so grob. Aber eigentlich denke ich mir, so grundsätzlich Traditionen und Dinge, die wir so entwickeln in der Religion, das ist ja eigentlich was wir heute auch kennen. Dinge, die wir uns überlegen, wo wir denken, das hat doch jetzt irgendwie auch einen Sinn oder hilft uns vielleicht sogar in unserem Glauben oder auch im Alltag. Willst du uns vielleicht noch mal ein bisschen was dazu erzählen? Du hast ja noch mal ein bisschen recherchiert sozusagen. Naja, ich habe ja recherchiert eigentlich gar nicht so viel, aber mich hat in dem Text, der ist ja sehr spröde Kost, der hat mich dieses Wort Überlieferung der Alten und Satzung der Menschen angesprungen. Und das verstehe ich eben so wie das, was wir heute unter Tradition verstehen. Und dann habe ich überlegt, ja, was bedeutet eigentlich das Wort Tradition? Und wenn man das nun nachguckt im Internet, dann findet man ein Weitergeben von Generation zu Generation, von Dingen, die einen Ursprung in der Vergangenheit haben, über Generationen hinweg. Und das ist was wir, glaube ich, gerade als deutschsprachige Gemeinde in Kanada auch sehr gut verstehen, weil das ist, worum es bei Martin Luther geht, Weitergabe von Traditionen über Generationen hinweg. Und dann habe ich mir überlegt, da gibt es verschiedene Sorten von Traditionen. Wir haben Glaubenstraditionen,
Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, vielleicht gehört die Art und Weise, wie wir Abendmahl feiern, dazu. Da haben wir bei Martin Luther auch in letzter Zeit Änderungen vorgenommen, wie wir das Abendmahl feiern. Das sind Glaubenstraditionen, wie wir den Gottesdienst feiern, Liturgie, die wir gewohnt sind, was sehr wichtig und schön ist, aber es mag vielleicht für manche Leute auch nicht mehr die aktuelle oder eine Form sein, die sie anspricht. Für uns ist es sehr, sehr wichtig und hat einen sehr großen Wert. Und dann gibt es auch kulturelle Traditionen, die irgendwie mit der Kirche zu tun haben. Also Beispiel, denke ich mal, Adventskranz hat in Hamburg, war es im Rauen Haus, keine Ahnung. Also ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen lutherisch, ein bisschen kirchlich, aber eigentlich ist es auch nur eine Sitte und ein Gebrauch. Und dann haben wir private Traditionen im Jahreslauf. Bald kommt Thanksgiving in Kanada, das große Family Dinner, wenn wir nicht Covid hätten. Und in den Covid-Zeiten sind leider viele von unseren Traditionen und Ritualen weggebrochen, die wir sehr wichtig fanden, die sehr tröstlich waren, zum Beispiel, wenn jemand stirbt, wenn man eine Beerdigung nicht mehr mit vielen Freunden und Familienmitgliedern haben darf, wenn man sich nicht in den Arm nehmen darf bei der Trauerfeier. Da sind viele Strukturen durch Covid einfach ja, weggebrochen und sind schwer zu ersetzen. Das finde ich auch eine sehr aktuelle Sache bei diesem Begriff Tradition. Tradition und Regeln und Rituale haben was sehr Positives, weil sie eine Struktur sind, weil sie ein Gerüst und eine Sicherheit geben. Aber andererseits können sie natürlich auch einengen und manchmal können sie leer werden, wenn wir nicht mehr richtig verstehen können, warum wir etwas tun. Dann wird es vielleicht ein Selbstzweck, dann wird es vielleicht einfach nur eine leere Hülse. Und da fängt es dann an, wo man es überdenken sollte. Viele Traditionen sind auch vielleicht nur noch da, weil wir oft denken, das haben wir halt schon immer so gemacht und deswegen machen wir das auch so weiter. Dann können Traditionen und zu strenge Rituale auch manchmal geradezu ja, zwanghaft werden. Wir können uns alle jetzt reinversetzen durch die Corona-Zeit in dieses zwanghafte Händewaschen, dass man, sobald man jemandem begegnet, denkt, man muss alles desinfizieren und die Bedrohung von außen durch diesen Virus versuchen, aktiv zu bekämpfen. Am Anfang der Pandemie, vor einem Jahr, haben wir teilweise im Internet gehört, wir sollen unsere Lebensmittel desinfizieren und abwaschen nach dem Supermarkt. Das habe ich teilweise auch gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Jetzt sind wir schlauer und wissen, es fliegt durch die Luft. Das brauchen wir nur nicht mehr zu tun. Aber ein zu strenges Regelwerk kann auch negativ sein. Ja, das sind so ein paar Gedanken zum Thema Regeln, Tradition. Ja, und ich glaube halt genauso, wie du das gesagt hast, wenn so eine Regel eigentlich zu so einer Hülse wird und irgendwie vielleicht gar nicht mehr das bringt, was man eigentlich ursprünglich mal dabei gedacht hat, dann sollte man das vielleicht auch wirklich nochmal überdenken. Und ich glaube, so in die Richtung zielt halt auch die Kritik, die Jesus dann auch äußert oder was er den Pharisäern versucht nahezubringen, weil er irgendwie sagt, ja, das ist ja gut und schön mit dem Händewaschen, aber eigentlich sagt das wirklich so viel aus zu über eure Beziehung zu Gott oder über die Reinheit eures Herzens. Es wird ja viel über diese Begriffe rein und unrein gesprochen in diesem Text, was wir vielleicht auch schon ein bisschen problematisch heute finden würden, aber eigentlich die Unreinheit so als all das, was uns auch von Gott trennt oder was uns abhält, so würde ich das irgendwie interpretieren. Und ich glaube, ihm ist das wichtig, deutlich zu machen, dass das halt nicht was damit zu tun hat mit unserer Körperhygiene, sondern dass sich das im Inneren abspielt, im Herzen. Deswegen sagt er ja auch quasi, was in uns reingeht, ist irgendwie blöd, sondern was aus uns rauskommt. Und da denke ich, hat er schon einen ganz guten Punkt, weil oftmals ja es Gedanken sind und Gefühle in uns drin, die irgendwie lebensfeindlich sind oder die selbstzerstörerisch sind, mit denen wir uns oder auch anderen wirklich schaden können. Und da möchte er, glaube ich, so den Fokus drauflegen, nochmal zu gucken, wo kommt das denn eigentlich her? Und wie können wir dann damit umgehen? Weil das leider können wir keine negativen Gedanken abwaschen. Oder wenn wir jemanden schlecht behandeln, können wir das auch nicht dadurch wieder gut machen, ne? Dass wir irgendwie da solche Aktionen fahren. Und ich glaube so, dass
was für ihn zählt, ist halt, sich bewusst zu machen, dass nicht das stumpfe Befolgen einer Regel da helfen kann, sondern wirklich sich Gottes Gnade anzuvertrauen und darum zu bitten, einen Umgang zu finden mit diesen Schattenseiten in unserem Leben. Sei es, dass wir lernen, uns selbst zu vergeben, dass wir auch in der Lage sind, Fehler einzugestehen, andere um Verzeihung zu bitten. Das sind halt die Dinge, auf die es eigentlich ankommt. Und ja, du hast es ja auch schon erwähnt, Luther sozusagen, das war ja auch sein Paradeding, dass er auch gemerkt hat, durch alles, was er getan hat als Mönch, wie er sich selbst kasteilt hat, hat er sich trotzdem nie rein genug gefühlt sozusagen oder nie gerecht vor Gott. Und er hat da auch echt ganz schön lange geknapst, bis er dann mal an den Punkt gekommen ist, wo er das verstanden hat, dass es letztlich darum geht, sich Gott in der Weise anzuvertrauen. Was ich aber voll lustig finde, ist es eigentlich dann in der Nachfolge der Reformation, die ja quasi eine, ja, wie soll man das sagen, also das hat ja schon auch vieles umgeschmissen in der Kirche und viele Traditionen und Regeln, die es gab, die wurden dann erstmal über den Haufen geworfen. Und es hat sich sogar eine neue Kirche gebildet. Aber auch in dieser neuen Kirche hat es nicht lange gedauert. Und natürlich gab es dann wieder eigene Gottesdienstwerke, Liturgien, wie du es auch schon gesagt hast. Da hat sich dann wieder ganz viel neue Traditionen auch gebildet, die wir bis heute ja auch noch als Lutheraner sozusagen mittragen und die ja auch vielen wichtig ist, wie du gesagt hast. Und ja, also ich glaube irgendwie, als Religionsgemeinschaft kommen wir nicht umhin, dass wir diese Traditionen irgendwie, ja, dass wir auch unseren Umgang damit finden. Und vielleicht das auch annehmen, was daran gut ist und sozusagen aber auch immer wieder diesen reformatorischen Gedanken auch zulassen, weil dieses Semper Reformanda, was Martin Luther gesagt hat, dass sich die Kirche eigentlich auch immer wieder erneuern muss, ich glaube, das ist schon was gut Jesuanisches, was wir uns auch immer wieder auf die Fahne schreiben sollten. Ja. Genau, aber es ist halt die Frage, wie gehen wir denn jetzt um damit so in unserer Gemeinde oder Wie geht es dir so damit? Man, ja, hast du irgendwie einen Standpunkt, wie man das gut unter einen Hut bringen kann? Oder weiß ich nicht, überhaupt ist das überhaupt dein Standpunkt? Bist du Traditionsfan oder eher Revolutionärin? Nee, also ich bin eigentlich also irgendwie in der Mitte mit dem Schlachttraditionalismus. Also ich persönlich finde die deutsche Liturgie ganz toll. Ich finde die alten deutschen Gesangbuchlieder ganz toll. Ich finde es wunderschön, wenn die Orgel am Anfang und Ende des Gottesdienstes spielt. Also da bin ich voll, ja, aus meiner 70er, 80er deutschen Tradition heraus. Aber ich kann auch nachvollziehen und verstehen, dass das nicht für jeden ist und dass vielleicht andere Leute, die in so einen Gottesdienst kommen, sagen, was ist das denn? Und ja, eine andere Musik oder weniger Liturgie und andere Formen haben möchten. Und das ist eine Gratwanderung. Und ich denke, man muss versuchen, nicht irgendwie so Schubladen aufzuziehen und zu sagen, zum Beispiel die ethnischen deutschen Gemeinden, die sind sowieso alle rückwärts gewandt und in der Vergangenheit stehen geblieben. Und umgekehrt sind auch nicht alle Leute aus unserer Nachbarschaft, die nach Gottesdienst suchen, die wollen nicht unbedingt nur Rockgitarren und irgendwie Revoluzzertum. Ja. Also ich denke, es ist wichtig, dass man da irgendwie im Gespräch bleibt und eben sieht, dass das Tröstliche, das Sicherheitsschaffende an den Traditionen, aber trotzdem Raum zu lassen für Veränderungen. Das muss man vielleicht auch üben mit kleinen Schritten. Also es ist ja vielleicht schon manchmal irritierend, wenn die Altarblumen woanders stehen, weil es eben eine Veränderung ist, aber das ist ein Anfang. Definitiv. Und ich denke mir, was man vielleicht auch noch lernen kann an dem Text, es geht ja vielleicht auch darum, oder der Gradmesser ist, wenn meine Tradition anfängt, die Tradition eines anderen einzuengen oder wenn ich anfange, jemand anderem jetzt aber zu sagen, wie es richtig ist, dann ist es eigentlich immer schon schwierig, weil ich finde, man kann ja dann sagen, für uns ist das jetzt
hier so gut oder für mich, ich fühle mich hier so wohl, aber das auch einer anderen Person zugestehen, dass sie sich vielleicht damit nicht wohlfühlt oder dass sie etwas anderes braucht. Und ich glaube, das ist wirklich das Spannende, was wir jetzt auch in der Kirche erleben gerade oder was die Aufgabe auch sein wird der nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich, dass man in den Gemeinden die wirklich an dem Gewohnten auch hängen und das lieben und das lieb geworden ist und auch die vielleicht nach neuen Formen suchen, ihren Glauben zu leben, dass man die versucht auch miteinander ins Gespräch zu bringen und wirklich zu gucken, wie kriegt man das alles unter einen Hut, weil es hat alles, finde ich, seinen Wert. Und als ich nochmal so überlegt habe in der Predigtvorbereitung, mit was für einem Bild man das vielleicht ausdrücken kann, ist mir irgendwie der Baum wieder eingefallen. Der begleitet mich, ist auch mein Ordinationsvers, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und ich finde das so schön, mir vorzustellen, dass ich Wurzeln habe, dass es eine Tradition gibt, in der ich stehe und aus der ich auch gewachsen bin. So geht mir das auch. Ich komme aus einer sehr pietistischen, traditionellen Gemeinde und ich nehme das Gute mit, was ich da auch erfahren habe. Aber sozusagen der Baum streckt sich ja auch immer nach dem Licht und nach der Sonne und dass wir das einfach uns immer wieder auch bewusst machen und versuchen, uns nach der Gnade Gottes auszustrecken und auch zu gucken, was da für neue Triebe dann bei rauskommen oder welche Früchte wir dann vielleicht ernten, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie vielleicht einmal geben würde. Mhm. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Und ich denke mir, so wenn wir die Konfis, die Jüngeren sozusagen, die fangen jetzt ja auch wieder an im September oder wir laden jedenfalls gerade dazu ein, das ist auch genau so ein Punkt, wo wir eigentlich sagen, hier, das ist unsere Tradition, hast du Lust, das zu lernen, mitzumachen, das auch auszuprobieren ein Stück weit und dann auch zu gucken, kommt dir irgendwas komisch vor, wo hast du Fragen, was scheint dir irgendwie vielleicht jetzt nicht so plausibel auf den ersten Blick und das kann uns dann auch total helfen, als Kirchengemeinde zu gucken, wo müssen wir dann nochmal genauer hinschauen oder was können wir auch zusammen mit denen dann neu einmal entwickeln. Mhm. Ja, letzte Worte. Oder ist alles gesagt? Es ist bestimmt nicht alles gesagt. Nie alles gesagt, wenn es um Theologie und Kirche geht. Ja, es ist eine Gratwanderung. Also mir schießt gerade so durch den Kopf, eigentlich ist die Bibel und sind die Gebote so ein bisschen wie eine Art Sieb, durch das wir manche Rituale schicken könnten. Also zu überlegen, ja, ist einiges, was wir so tun, hat das, verstehen wir den Inhalt noch und gibt das allen was. Und sehr viel ist es wert, beibehalten zu werden. Aber ich denke, das Wichtigste für mich ist auch wirklich, ja, die andere Seite auch zu hören und zu verstehen, dass das, was mir selber wichtig ist, nicht unbedingt immer allen anderen genauso wichtig sein kann. Ja, und so hoffe ich dann, dass wir neugierig weiter bleiben, vielleicht unsere eigenen Rituale auch nochmal betrachten, gucken, was habe ich eigentlich für Gewohnheiten in meinem Glauben, was habe ich mir selbst antrainiert, was davon ist vielleicht auch super und tut mir gut und gibt es vielleicht auch irgendwas, was ich gar nicht so brauche oder was ich nicht als gut erwiesen hat. Da wünsche ich Ihnen und euch einfach, dass ihr in der nächsten Zeit vielleicht nochmal hinschaut. Und auch vielleicht mal was Neues ausprobiert. Es muss ja nicht immer die Bibellese am Morgen sein. Es kann auch irgendwie, weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel irgendwann angefangen, ich hoffe, es fällt jetzt keiner in Ohnmacht, mich zu bekreuzigen, wenn ich irgendwie wichtige Gespräche hatte oder so. Ist ja eigentlich was Katholisches, sage ich mal. Aber so dieses Sinnliche, sich da nochmal gebärden und sich bewusst machen, yo, Gott ist jetzt gerade mit dabei, das tut mir richtig gut. Und also so einfach nochmal zu schauen, was es geben könnte, wie wir Gott in unserem Alltag auch suchen können und wo wir seine Nähe erfahren können. Und manchmal braucht es dafür auch wirklich Regelmäßigkeit und ne, Rituale, Routine, das ist schon was Gutes, aber dass jeder für sich auch guckt und jede, was da irgendwie gut tut. Okay, und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Weiter Kreise.
Lass uns zusammen Fürbitte halten. Wir beten für die Regierenden und die Einflussreichen in unserem Land, dass sie den Austausch zwischen verschiedenen kulturellen und religiösen Traditionen fördern, damit ein respektvolles Miteinander möglich wird. Wir beten für alle, die unter den Traditionen einer Kirche oder religiösen Gemeinschaft gelitten haben, wegen ihrer Herkunft, ihrer Sexualität oder weil sie kritische Fragen gestellt haben. Zeig ihnen, dass deine Liebe größer ist als menschliche Vorurteile. Wir beten für uns selbst. Hilf uns im Umgang mit unseren Schattenseiten. Hilf uns zu erkennen, wo wir zerstörerischen Gedanken und Gefühlen folgen, und halte dagegen mit heilsamen Begegnungen und Momenten der Inspiration in unserem Alltag. Schenke du uns die Sicherheit, die wir mit unseren eigenen Regeln nicht schaffen können. Du siehst unser Herz an. Schenke uns das Bewusstsein, was unsere Werte und unsere Taten bewirken können. Wir bringen auch vor dich die Geburtstagskinder dieser Woche, Gott, und bitten dich, segne ihr neues Lebensjahr. Elisabeth Knopp, Erik Herrmann, Alfred Kuhn, Gabrielle Kunde, Annalisa Wienecke, Annelie Zimmer, Rainer Mauke, Irina Plesko und Kai Herrmann. Segne du ihr neues Lebensjahr. Wir hören von furchtbaren Zuständen am Kabuler Flughafen, wo sich die Lage durch Anschläge von Terroristen weiter zuspitzt. Wir bitten dich, sei mit deinem Geist denen besonders nah, die gerade Trost und Kraft brauchen. Und alles, was uns in dieser Stunde sonst noch auf dem Herzen liegt, das können wir vor Gott bringen, indem wir gemeinsam beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun hin in die neue Woche unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen.